Aber ich sage wieder herzlich willkommen. Moin, moin, liebe Leute. Ja, seid gegrüßt. Ich hab euren Sound noch aus. Ich kann hier multitasking-mäßig. Also daher aber vielen Dank fürs Reinschalten, liebe Leute. Neue Runde hier Ranch Simulator zusammen mit Salazar und Gerd, die beide hier schon wieder stehen moin, und warten auf Tatendrang. Moin. Richtig wie die Bösen hier. Soll ich mich... Tatendrang habe ich gerade gemacht. Ich habe unsere Windmühlen wieder voll gemacht. Also die Kornspeicher, Entschuldigung, die Kornspeicher. Ja. Weil da hinten für Pferde und Kühe, der war bei 11 von 200. Na, lange keine Ernte mehr gedroschen war. So, moin moin in den Livestream-Chat. Seid gegrüßt, schönen guten Abend, herzlich willkommen auf unsere kleine Ranch mit einem Hochhaus. Ne? Das wollen wir heute ein bisschen fertig lackieren, denke ich. Dass wir mal versuchen, da die Farbe ranzukriegen, so wie wir uns das letztes Mal überlegt hatten mit dem Boden und den Wänden. Und oben ist es ja noch offen. Da gucken wir mal, ob wir uns da nochmal antun, die Etage abzuschließen, dicht zu machen oder irgendwie, wie auch immer, wieder ein Dach draufsetzen. Oder halt noch, keine Ahnung, eine Antenne. Müssen wir mal sehen. So. Das mit S. Das ist, glaube ich, nur ein Glitch von Discord selbst. Genau, da ist auch mal die. Jetzt habe ich wieder alle Namen völlig ausgeschrieben. Ja, Salazar ist auch wieder völlig ausgeschrieben. Ich hab mal eben mein Discord im F12 Großbereich und dann wieder Kleinbereich und du warst gut. Warte mal, das teste ich mal. 12 drückst du da für groß? Das ist jetzt gleich alles. Ja, der Feed ganz bei der Min-Punkt und der X. So mal ausbreiten nach deinem vollen Bildschirm. Tut sich bei mir nichts. Also wenn ich das groß und klein, das bleibt so beim Salazar. Also dein Name ist ausgeschrieben, bei Salazar steht S. Immer noch dieses komische Abkürzungsdings im Discord, dass man nicht immer hundertprozentig weiß, welcher Nummer mehr mit S anfangen oder mehrere mit B anfangen oder was auch immer. Natürlich immer ein bisschen unglücklich. Man erkennt das natürlich schon an den, ja ich sag mal hier an den Avatar-Fotos, an dem Profilfoto, wer sich dahinter versteckt. Aber es ist trotzdem schöner gewesen, wenn der Name da auch stand und nicht so wie bei Salazar jetzt einfach nur S. Ja. Dann steht vielleicht auch Hashtag ehemals bekannt als Salazar. Wieso ehemals bekannt als Salazar? Ja, egal. Anderes Problem. Ach, Speedy, ja moin. Ach, danke für den Raid, ja. Ne? Sehr zeitgemäß. Ich dachte auch schon, na, Speedy begrüßt die Leute nicht, die zu den rüber raiden. Ich war dann auch sowieso wieder schnell weg. Ich weiß nicht, wann du es mitgekriegt hast, aber Gerd hatte doch den Raid-Anführer gemacht. Das wusste er, glaube ich, nicht. Nee, habe ich. Also, er hat ja gar nicht gegrüßt. Ich glaube, ich weiß. Ich hatte es nach 2-3 Minuten, glaube ich, laufen. Er war so vertieft in. Ja. Ich glaube, Gewitter hatte der gerade bei Icarus oder so. Ja. Leeres Gewitter. Ich hatte es dann nicht mitgekriegt und wie gesagt, ich war dann auch weiter. So, hatten wir denn hier helles Grau? Dunkel. Ja, denn wir wollen unser Hochhaus verschönern. Verschönerungsverein heute hier. Weil es neue Namen im Discord gibt. Jeder muss die selbst einstellen. Die Namen. Auch von anderen Leuten. Ja. Im Ursprung gab es ja einen Nick mit einer Zahl dahinter. Und jetzt haben sie umgestellt auf realen Namen. Also jetzt gibt es nur noch einen Nick, ohne dass da eine Zahl hinter ist. Ist mein Name denn vollständig? Wo jetzt? Im Discord seht ihr meinen Namen oder steht da nur F. Nein, bei mir steht alles korrekt. Das wundert mich so oder so. Ich habe ja alle Namen richtig. Bei mir auch. Merkwürdig. Selbst bei Jörg das noch weitergeht. Also wenn ich jetzt mal oben durchgucke, ist dann nur Marina mit ... Alle anderen, die oben im Wochenspielstandraum sind, gerade sind ausgeschrieben. Komisch, ne? Egal. Echt komisch. Eigentlich, ja, kann passieren. Speedy nicht so wild, ne? So. Alles diese helles Grau, ne? Was wir an die Wände packen wollen, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Wollen wir das Treppenhaus in jetzt komplett weiß machen oder soll ich die Fußböden, also die Treppe und die Böden innen auch dunkel machen? Das soll nicht zu dunkel werden, oder? Aber man kann auch überlegen, ob man die Treppen irgendwie lackiert und dann. Na, ich habe jetzt hier drin nur den Fußboden jetzt gemacht. Ja, der ist dunkel jetzt, ne? Was? Die Wände würden weiß werden.
Warten wir mit dem Rest, bis wir Farbe übrig. Ja, dann kann man ruhig machen, oder? Dass also die Treppen und die Böden tatsächlich dann dunkel, weil sonst wird es, also wenn wir das weiß machen und darum zu heavy wahrscheinlich. Und nur die Wände weiß und die Treppe und Böden dunkel. Ist ja was. Ja, vielleicht macht man nachher von unten weiß. Ich kann mal gucken, wie es aussieht. Haben wir noch einen Topf weiß hier? Nee. Eigentlich einen Ein- und Ausgang. So. Noch blau und, noch blau und schwarz bei Gewächshaus. Ja, auch knapp zwei Töpfe pro Reihe, ne? Weiß ich nicht. Sieht besser aus, wenn man das eine ein bisschen absetzt. Also Treppe und Boden, aber. Ja, ich bin schon an der Arbeit, Speedy. Danke dir vom Prime 14. Monat. Herzlich willkommen natürlich. Moin Moin. Vielen Dank für deinen Support. Hast du die ganzen Lampen schon angemacht hier? Nee, ne? Schon wieder Fleisch? Nö, ich habe Käse habe ich fertig stehen und ich bin jetzt die Trauben alles an runter machen, aber Gewächshausernte. Ich bin auf der Suche nach leer Kiste, wo die alle geblieben sein, keine Ahnung. LKW vielleicht. Ja, ich auch sagen, vielleicht sind sie im LKW alle. Dann, wo ist der LKW? Damit nicht aufs Gewächshausdach gestiegen, steht nicht an der Seite. Ja. Das war die Treppe zum Gewächshaus. Hat dich nicht gesehen. Ganz vorbeigelaufen. So, dann hoffen wir, dass es gleich gut aussieht, hier, was wir hier machen. Wie schnell man so 20 Einheiten Farbe weggeschüttet hat. Ja. Ich brauche auch zwei Eimer fast pro Reihe. Der 9 pro Wand. Also 18, 36. Hey, wo bist du denn? Also, du hast doch hier die Hälfte vergessen bei mir hier. Ja, nicht ganz, ne? Die Hälfte. Das reicht doch schon, die eine Hauswand hier. Das ist ein Viertel. Ja. Oder später. Hier denn noch? Ah ne, das ist nur der Korb. Sind alle leer? Ja, fertig. Ja, der war fertig. Der nächste war das, ne? Nee, doch, nee, genau hier führen die. Schön. Ach, da oben ist auch noch einer. Und auf zur nächsten Etage.
Oh, hier liegt ja sogar noch Holz. Wollen wir gleich noch weiterbauen. Noch haben wir nicht die Berghöhe erreicht. Auch die ganzen Glaspakete. Na gut, Strom müssen wir hier nicht produzieren in dem Spiel, ne? Das wär's noch, du. Bei den ganzen Lampen hier. Schon kein Licht haben, sonst sieht man gar nicht so gut die Treppen hier. Oh. Wo geht vielleicht nachher, wenn das ein bisschen heller ist, die Wände? Drehst du im Kreis hier, ne? Grüße mal moin. Dann müssen wir auch noch mal Licht anmachen. So, wir sind mal gleich erschlafen, ne? Ja. Sonst hier beim Malen auch irgendwie ein bisschen blöd hier draußen. Ja, ein paar Käse. Habe ich hier eigentlich keine Lampen? Nacht, ich schlafe. Ich auch. Jo. Guten Morgen. Nächstes Mal ist es hell, wenn wir hier wieder hinlaufen nachts. So, wie wirkt die Hütte jetzt am Morgen? Sieht doch schon noch mehr aus jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Stufen. Ja, und oben fehlt mindestens noch eine Reihe und dann vielleicht ein Abschluss, ja, oder wie auch immer. Kleine Plattform oben drauf.
andere funktioniert nicht, ne? Wenn man nur auf einer dünnen Spur noch höher baut. Man müsste, glaube ich, wahrscheinlich mindestens 4x4 brauchen, aber so nix. So, nächster Topfarbe ab nach oben. Brauchen wir nur vorne anmalen, hinten sieht man ja gar nicht. Busch am Bau. Ganz gute Farben erwischt, finde ich. Das sieht schick aus. Voller Korb und noch nicht alle Eier weg. Ja, zumindest einer kümmert sich um die Tiere. Ja, muss mal, ne? Ja, kann man machen, ne? Genau, wieder warten, dass alle Tiere wieder gestorben sind, aber. Sind die Prioritäten auch nicht gut. Naja, ich habe ja alle die beiden Getreidespeicher voll gemacht, da können die Tiere erstmal nicht sterben. Ja. Und Wasser, ne? Obwohl, dann hatten wir auch bei dem anderen eine Pumpe, ne? Das ist ja bei beiden, oder? Bei den Hühnern auch. Ja, da haben wir die große, das große Windrad als Wasserpumpe. Fertig. Nee, hier noch. Vielleicht haben wir es fertig gemalt und sagen wir, naja, das gefällt uns nicht, wir wollen doch eine andere Farbe. Glücklich kannst du gleich eine andere Farbe gießen. Nicht, dass du alles wieder runter nehmen musst und auf neu bauen musste. Ja. Das Abreißen neu, wegen neuer Farbe. Ja. So, das Dunkelbraun-Grau ist leer. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall für innen noch mal irgendwas. Also weiß ich nicht, wie gesagt, ob man innen auch alles. Wenn man so dunkel ist, grau ist so dunkel dann, ne? Als Vergleich. Da ist noch ein bisschen weiß. Oder eine Reihe weiß, eine grau, hellgrau. Nee, ne? Ich glaube, dir wird das auch, wenn du dann hochrennst, wird dir das auch, wird einem das zu wirre, glaube ich. Aber du bist noch nicht fertig mit den Bodenflächen hier oder was? Oder? Nee, ich habe ja zu wenig grau gehabt. Das ist das ja. Müssen wir erstmal einkaufen wieder. Eine Farbtöne nicht gespeichert und wir treffen nie wieder den richtigen Farbton. Eigentlich hast du den gespeichert, den Farbton. Ich glaube auch. Ja, klar, die zwei Stücke. Fahrstuhl. Also ein bisschen schlecht wird zuschauen, kann ich verstehen. Es geht ein bisschen sehr im Kreis heute hier. Ich hätte noch zwischendurch mal in die andere Richtung laufen sollen, damit man auskreiselt. Das ist diese Schwindel hier, ne? Wenn man eine Richtung die ganze Zeit. Was habt ihr denn da für einen Turm gebaut? Schick, ne? Das ist hier unser Beobachtungsturm. Ein bisschen die Karte hier im Auge haben, alles im Blick. Als Bären kommen, können wir rechtzeitig sehen, Wölfe. Und hier oben siehst du fast nichts mehr, aber einfach nur so, ne? Just for fun, schöner Beobachtungsturm, viel Platz. Und wir wissen noch nicht genau, wie wir jetzt den Abschluss finden oder ob wir noch. Hier sind wir ja erst bei 2, da müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Machen wir das Ganze noch schön an.
So. Jetzt bin ich auch mal gut durch die Mitte runtergefallen. Trotzdem, aber es ist ganz schön weiß, ne? Wenn man jetzt so hochläuft. Vielleicht ein bisschen zu heftig. Ist ja nicht. Glas liegt hier noch eine ganze Menge. Danach können wir noch ein bisschen was bauen. Stahl liegt hier auch noch rum. Was mangelt an Holz? Aber wir haben schon eine Menge Holz hier hochgeschafft. Ziel war eigentlich auch immer, dass man hier rüberspringen kann, ne? Bis zum Haus, aber schafft man da nicht. Das mit Anlauf nicht. Weil irgendwann fällt da fast nur noch wie ein Stein, ne? 2-3 Meter fehlen noch. Wir müssen das eigentlich am ehesten auch von hinten betrachten. Bis wenn die Sonne ordentlich scheint. Sieht es gerade ziemlich dunkel aus, aber die Sonne steht gerade über uns. Gut, das soll es aber für die erste Folge gewesen sein. Wir haben auf jeden Fall den Turm soweit angemalt. Sieht ziemlich dunkel aus, das Ganze. Aber es liegt an den Lichtverhältnissen, gerade in der Mittagssonne. Spät zum Abend hin wird er nochmal richtig schön beleuchtet werden. Mal schauen, wie es dann aussieht. Bis dann, vielen Dank und tschüss. Tschüss. Ciao.